Naja, ich bin eigentlich ein Außenseiter. Ich bin in der ganzen Kunstszene ein Außenseiter, bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Es ist auch mein privates Verhalten so. Also wenn ich in einem Kaffeehaus sitze, sitze ich immer im letzten Eck. Und es ist nicht mehr interessant, weil man dann mehr überschauen kann. Also man kriegt mehr mit, als wenn man direkt in der Mitte ist. Also mein Vater hat eine Bibliothek gehabt und in dieser Bibliothek haben wir sie oft aufgehalten, weil ich dann entdeckt habe, dass es eben bei den Büchern, die Vorseiten, die waren weiß und frei und unbetitelt. Und zu der Zeit, also ich bin in der Kriegszeit aufgewachsen, hat es kein weißes Papier gegeben. Und dann habe ich eben da reingekritzelt. Also so hat es irgendwie angefangen. Ich habe irgendwo immer das Gefühl gehabt, also mich mitzuteilen. Ja, die Ausstellung Kopf in Kopf war eigentlich der Ausgangspunkt zu diesem Titel, der Krieg in Syrien. Also man hat dann tagtäglich die Information reinbekommen, also es wurden wieder so und so viele Tote, darunter so und so viele Kinder und dann wurden die Kulturdenkmäler zerstört und so weiter. Und dann, das ist mir dann so durch den Kopf gegangen, so, das ist so eine banale Ansage, die man dann irgendwie dann aufnimmt und sagt, so, wie kann ich so diese banalen Ansagen umsetzen? Nach jeder Krise beginnt ja ein Neuanfang. Und ich habe das oft gemerkt, weil ich oft auch in Krisen war, in Zweifel war, wie geht es mit der Kunst weiter, ist es richtig, was ich mache, oder weil ich so schwer vergleichbar war mit anderen Sachen. Aber aus jeder Krise eigentlich kommt da unheimliche neue Kraft hervor. Also diesen Mechanismus, also ich freue mich oft, wenn ich so in eine Routine reinkomme, sage, wann kriselt es wieder bei mir, damit ich wieder einen Weg weiterfinde. Es ist interessant, habe ich beobachtet so im Laufe meiner 77 Jahre, dass ich immer, wenn ich so eine Krise durchgestanden habe und also wirklich mich sehr schwer getan habe und nach einer Veränderung gesucht habe, habe ich immer einen eigenartigen Traum gehabt. Ich war mit einem Segelschiff unterwegs und bin ganz oben, am obersten Spitz vom Segel, bin ich immer oben gesessen und habe nach Land gesucht. Und der Traum ist hunderte Male nach einer Krise aufgetaucht. Und da habe ich immer gewusst, da kommt eine Veränderung. Und das war dann für mich so ein positives Auswachen. Ich habe gesagt, so, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich den Traum gehabt.